إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، geehrte Geschwister, heute geht es weiter mit Umdatul Ahkam nach einer kleinen Unterbrechung, welche gesundheitsbedingt war. Und zwar kommt heute ein neues Kapitel, und dieses Kapitel heißt Bab al-Rahn, Kapitel über den Pfand. Und dies wurde mit Koran, Sunna und Ijma' bestätigt. Und zwar sagt Allah im Koran: وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Wenn ihr auf der Reise seid und niemanden findet, der schreibt, so dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Wenn man gibt ein Pfand als Bestätigung, dass man das, was man kauft, später bezahlen wird, weil man momentan nicht die Möglichkeit hat zu bezahlen. So wurde dies erlaubt, dass man einen Pfand gibt. Und dieser Pfand ist für den Verkäufer eine Art Sicherheit. Ja, weil nicht alle Menschen sind beim Kaufen gleich. Bei einigen, weißt du, genügt es, wenn er es dir wörtlich sagt: Ich gebe dir das Geld in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Bei anderen brauchst du Zeugen, die das bestätigen. Bei anderen brauchst du etwas Schriftliches. Und eine andere Möglichkeit ist auch, dass man ein Pfand gibt, damit der Verkäufer, falls er das Geld nicht bekommt, hat er das Pfand, was er benutzen kann oder verkaufen kann und so sich das Geld zurückholt. In der Aya wurde erwähnt, wenn ihr auf der Reise seid. Aber die Reise ist nicht eine Bedingung. Das heißt, auch wenn man nicht auf der Reise ist, ist es möglich, dass man ein Pfand gibt, so wie wir im Hadith sehen werden. Und in Bukhari wurde überliefert, وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرْعَهُ بِالشَّعِيرِ. Der Gesandte sallam hat sein Dir. Dir ist, womit man sich im Krieg schützt, yani ein Schild oder die Kleidung, die einen beschützt. Und zwar hat der Gesandte sallam dies gegeben für Sha'ir, für Gerste. Denn im Hadith, welchen der Autor hier erwähnt, heißt es von Aisha radiallahu anha, dass der Gesandte Allah sallam اشترى من يهودي طعاما. Der Gesandte aus dem kaufte sich von einem Juden Nahrung. Und hier wurde nicht erwähnt, was diese Nahrung ist. Im Hadith, den wir erwähnten, ist es Gerste. Und es wurde auch gesagt, dass es 20 oder 30 Saar von Gerste waren. Und ein Saar, haben wir gesagt, ist ungefähr 3 Kilogramm. So sind 20 Saar und 30? Ah, ich hab. Nein, 30. 20 waren 60 und 30? 90 Kilogramm. Gut, ein bisschen Mathematik erfrischen. Der Gesandte kaufte sich also Nahrung von einem Juden, وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. Und er gab ihm als Pfand Dir, yani sein Schutzschild von Eisen. Dieser Schutzschild war von Eisen hergestellt. Und im Hadith sind mehrere Fawaid, mehrere Nutzen. Erstens, dass es erlaubt ist, Kaufgeschäfte mit Kuffar zu tätigen, auch wenn sie Juden sind, wie hier in diesem Hadith. Zweitens, wenn die Leute, mit welchen man ein Geschäft ausführt,
bekannt sind, dass sie mit Haram Handel betreiben, yani verbotenen Handel betreiben, und ihr Besitz vermischt ist mit Halal und Haram, darf man dann mit ihnen ein Geschäft ausführen oder nicht? Man darf. Das ist korrekt. Weil hier der Gesandte hat mit dem Juden Geschäft ausgeführt, obwohl die Juden bekannt dafür sind, wie es Sanani Rahimah sagte, dass bekannt ist, dass sie Alkohol verkaufen, dass sie Zinsen essen und nehmen und so weiter. Doch trotzdem hat der Gesandte mit ihm einen Handel betrieben. Außer, das ist wichtig, außer wenn man weiß, in diesem Besitz, was man mit ihnen Handel betreibt, dort ist Haram. Dann darf man es nicht tun. Aber wenn man nicht weiß, von wo sie diesen Besitz haben, ja, sie haben vermischten Besitz, Halal und Haram, und man macht mit ihnen ein Kaufgeschäft, welcher in der Grundlage erlaubt ist. Yani in unserem Handel mit ihnen ist nichts, was Haram ist. Weder Zinsen, noch Verbotenes, noch ein verbotener Kaufvertrag von den verbotenen Kaufverträgen, die wir lernen. Yani nichts befindet sich darin. Und man weiß nicht, speziell dieser Besitz, den sie haben, yani ein Auto, was man von ihnen kauft, weiß man nicht, ob sie es mit Halal oder Haram gekauft haben. Aber wenn wir es wissen, yani wir wissen genau das, genau diese Ware ist geklaut worden. Yani du weißt es. Dann sag nicht, wie einige Leute sagen, ich habe es gekauft, mir ist es egal, ob er es geklaut hat oder nicht. Wenn du es weißt, darfst du es nicht von ihm kaufen. Aber wenn du es nicht weißt, hast du nicht die Möglichkeit, yani immer, wenn du etwas kaufst, nachforschen, von wo die Person das bekommen hat. Wir urteilen über Wahrheit, yani das, was uns offensichtlich erscheint. Wenn jemand kommt mit einem Auto, es verkauft, kannst du es von ihm kaufen. Aber wenn du weißt, dieses Auto hat er durch Drogen finanziert, dann darfst du es nicht von ihm kaufen. Und so weiter. Drittens ist von den Nutzen in diesem Hadith, dass die Situation des Gesandten a.s. trotz der hohen Stellung, die er hatte bei Allah Jalla fi'ula, trotzdem war seine Lebenssituation sehr bescheiden. Yani so, dass er nicht einmal Nahrung für seine Familie hatte, sondern es von einem Juden mit einem Pfand kaufen musste. Yani er hatte nicht das Geld, um es zu bezahlen, sondern hat einen Pfand bei ihm hinterlassen, bis er es bezahlen kann, a.s. Und dies ist die beste Person bei Allah Jalla fi'ula. So soll nicht jemand denken, nur weil jemand arm ist, dass Allah ihn liebt, dass Allah ihn nicht liebt. Oder nur weil jemand reich ist, dass Allah ihn liebt. Weil Allah gibt die Dunya dem, den er liebt und dem, den er nicht liebt. Aber die Religion und das Wissen und die Akhira gibt er Jalla fi'ula nur der Person, die er liebt. Und der Gesandte, wie Aisha sagte, es verging ein Neumond und zwei Neumond und drei Neumonde, yani zwei Monate vergingen und kein Feuer wurde im Haus des Gesandten angezündet. Yani sie haben nichts gegessen, was im Feuer gebraten wurde, sondern haben sich von Wasser und Datteln ernährt. Und wenn er gewollt hätte, so hätte er die Dunya bekommen. Aber er hat auserwählt, dass er ein Prophet und ein Diener ist. Und er wollte die Dunya nicht. Und wenn er etwas hatte von der Dunya, was er bekommen hat, denn den Muslimen wurde viel Reichtum eröffnet, doch der Gesandte hat es gespendet. Und er mochte es nicht, dass es bei ihm bleibt, sondern er mochte es sofort zu spenden. Von den Nutzen ist es auch im Hadith die Bestätigung, dass es gesetzlich ist, mit einem Pfand einen Handel zu betreiben. Yani, dass man einen Pfand als Sicherheit abgibt. Und ebenfalls fünftens, dass es erlaubt ist, ein Geschäft zu unternehmen, welches man später bezahlt. Yani, man nimmt die Ware jetzt und bezahlt erst später. Wie der Gesandte die Ware genommen hat, die Nahrung, und erst später bezahlen wollte, a.s. Und dass es auch erlaubt ist, dass man den Preis vermehrt.
wenn man dies zu Beginn aber festlegt. Yani, wenn man etwas verkauft zu einem gewissen Preis, wenn die Person sofort bezahlt, doch wenn er möchte, dass er erst später bezahlt, so ist es erlaubt, dass man den Preis erhöht. Dass man sagt, wenn du mir das jetzt bezahlst, so kostet es 500 Euro. Aber wenn du in einem Jahr bezahlst, dann 600. Oder wenn du monatlich bezahlst, dann 600. Mit der Bedingung, dass man den Preis festsetzt. Yani man einigt sich auf einen Preis. Ohne dass man ja nie den Preis danach später durch Zinsen oder ähnliches erhöht. Und dass er dann immer mehr und mehr steigt. Sondern man setzt es fest, wie viel der Preis ist. Und wenn man dann dies monatlich abzahlt oder nach einem Jahr abzahlt, so liegt kein Problem darin. So gehen wir zum nächsten Hadith. Und zwar hat dieser Hadith mit Al-Hawala zu tun. Das erste war Al-Rahm. Und jetzt handelt es um Al-Hawala. Und zwar sagt Abu Huraira radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ذل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. Er sagte عليه الصلاة والسلام مطل الغني ذل, يعني dass die Person, die reich ist, die Besitz hat, seine Schulden nicht zurückzahlt, ist eine Ungerechtigkeit. يعني du hast Schulden zu einer Person und er verlangt von dir, gib mir die 1000 Schweizer Franken, die du mir schuldest. Und die Person, die ihm Geld schuldet, er hat das Geld. Aber er sagt, nein, ich kann nicht später, komm morgen, mal sehen, ich kann jetzt, yani, ich bin nicht zu Hause. Yani, er versucht immer, das in die Länge zu ziehen und bezahlt es nicht. Obwohl er hat das Geld. Das ist Zul, das ist Ungerechtigkeit. Und der Gesandte sagt über die Ungerechtigkeit, الظلمu ظلماتium القيامة. Die Ungerechtigkeit ist Dunkelheit am Tage des Gerichtes. Und Allah sagt im Koran, لعنتullahi على الظالمين. Der Fluch Allahs ist auf den Ungerechten. Also so ist die Ungerechtigkeit etwas Gewaltiges. Und etwas, wovor sich der Gläubige bewahrt, dass er nicht in Ungerechtigkeit fällt. Denn Yawm al-Qiyama gibt es kein Dinar und Dirham. Dort kannst du die Schulden nicht mehr mit Geld zurückzahlen. Dort gibt es nur Hassanat und Sayyat, gute und schlechte Taten. Damit wird bezahlt. Mit den guten und mit den schlechten Taten. Du gibst deine guten Taten denen, die du Unrecht getan hast, und nimmst von ihren schlechten Taten, wenn du keine guten Taten mehr hast. Und die Ungerechtigkeit ist, dass man, wie die Gelehrten sagen, وَضْعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَوْضَعِ, dass man etwas an seiner falschen Stelle legt. Yani, dass du jemandem, zum Beispiel, wenn es um die Menschen geht, nicht sein Recht gibst, was er verdient. Und das Recht, was ihm gebührt, ihm nimmst. Yani, es ist sein Geld, was du ihm schuldest, aber du gibst es ihm nicht. Yani, du behältst es für dich. Du tust ihm Unrecht. Und vielleicht wirst du in der Dunya davonkommen. Ohne Gerichtstermin und ohne Strafe und, und. Doch Yawm al-Qiyama, dort wird dann jeder sein Recht bekommen. Und den Menschen wird kein Unrecht zugefügt. Dann sagt er im zweiten Teil des Hadiths, وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِينَ فَلْيَتْبَعَ. Wenn jemand zu jemandem geschickt wird, der yani, vollständig ist, er hat Besitz und er lügt nicht, er sagt nicht, ich habe es nicht. Er bestätigt es, ich habe Besitz und ich schulde der Person Geld. Und er gibt es, wenn man es von ihm verlangt, dann soll er zu ihm gehen. Das bedeutet, du schuldest an ihm Geld. Und er kommt zu dir. Yani Zayd schuldet Amr Geld. Zayd schuldet Amr Geld. Amr kommt zu Zayd und sagt ihm, gib mir mein Geld. Zayd sagt, ich habe das Geld nicht. Und er lügt nicht, er hat es wirklich nicht. Er sagt, aber geh zu Ubayd, weil er schuldet mir Geld.
und nimmt das Geld von ihm. Dann geht Amr zu Ubay und sagt ihm, du schuldest Zayd Geld und er schuldet mir Geld. Gib mir das Geld, so sind wir alle drei quick. Also sind wir alle drei außer Sache. Weil dann hat die dritte Person, der ersten Person sozusagen sein Geld zurückgegeben und die erste Person, der zweiten Person sein Geld zurückgegeben. Und wenn dies verlangt wird von jemandem, heißt es im Hadith, dann soll er dies tun. Yani wenn es verlangt wird von dir, geh zu ihm und nimm von ihm das Geld, dann sollst du es tun. Mit der Bedingung aber, dass diese Person, zu der man geschickt wird, Meli ist. Dass diese Person Meli ist, das heißt, er hat die Möglichkeit zu bezahlen. Und wenn man es von ihm verlangt, bezahlt er es. Und er sagt nicht, nein, ich habe das Geld nicht, nein, ich schulde ihm das Geld nicht und so weiter. Sondern er macht es. Und darin liegt Nutzen, yani für die erste Person, für die zweite Person und für die dritte Person. So soll man es tun, wenn es von ihm verlangt wird. Und dies alles handelt über die Person, die die Möglichkeit hat. Aber wenn jemand keine Möglichkeit hat zu bezahlen, yani er ist in einer Situation, in einer engen Situation, dass er nicht bezahlen kann, dann ist die Regel im Islam, dass es verpflichtend ist, dass man auf ihn wartet. Yani du darfst nicht zu ihm nach Hause gehen, ihn Angst einjagen, bei mir in der Nacht klopfen, ihn anrufen mitten in der Nacht, wo ist mein Geld? Yani, das darfst du nicht. Wenn er das Geld nicht hat, dann ist es deine Pflicht, dass du auf ihn wartest. Und dafür wirst du belohnt. Dafür wirst du belohnt, dass du auf ihn wartest. Und wenn man nicht sicher ist, ob diese Person, die behauptet, er hat das Geld nicht, also man ist nicht sicher, es kann sein, er hat es, aber er spielt nur vor, dass er es nicht hat, dann ist es erlaubt, dass man nachforscht. Gerichtlich oder gesetzlich oder wie auch immer, um sicher zu sein, dass er es wirklich nicht hat. Wenn man dann weiß, er hat es nicht, dann lässt man ihn in Ruhe, bis die Möglichkeit für ihn kommt, dass er bezahlt. Aber wenn jemand das Geld hat, so ist es die Pflicht, dass er es bezahlt und ansonsten ist er ungerecht. Und wenn er geschickt wird zu der nächsten Person, die ihm Geld schuldet, damit er es von ihm nimmt, dann soll er es tun. Yani dann ist er verpflichtend, dass er zu dieser Person geht und von ihm das Geld verlangt. Aber wenn er einem zu jemandem schickt, von dem er weiß, er ist arm oder er gibt das Geld nicht, auch wenn er es hat, oder er bestätigt nicht, dass er jemandem Geld schuldet, dann soll man es nicht akzeptieren. Yani dann akzeptiert man es nicht, zu der Person zu gehen, weil man weiß, dass er es nicht bezahlen wird. So ist El-Meli die Person, die die Möglichkeit hat zu bezahlen, yani die nicht arm ist, und auch die Person, die wahrhaftig ist, dass er sein Wort hält und es tut, und auch die Person, die man zum Beispiel, wenn es kein Gerichtstermin gibt, zum Gerichtstermin holen kann. Eine Person, die man zum Gerichtstermin holen kann, wenn die Situation es erfordert. Wenn jemand zu der nächsten Person geschickt wird und er akzeptiert es, zu ihm zu gehen, dann geht er zu ihm und bekommt sein Recht aber nicht. Darf er zu der ersten Person zurückgehen und sagen, er hat es mir nicht gegeben, jetzt musst du es mir geben. Hier gibt es Tafsir. Wenn er weiß, dass diese Person nicht bezahlt und dass er eine schwierige Person ist, von der man das Geld nicht rausbekommt, und trotzdem hat er es akzeptiert, dann darf er nicht mehr zum ersten zurückgehen, weil er es angenommen hat. Aber wenn er es nicht wusste und er dachte, er geht zu ihm und bekommt das Geld und auf einmal wird er überrascht, er bekommt das Geld nicht, dann darf er zurückgehen zu der ersten Person. Das ist wie wenn du etwas kaufst, was du den Mangel kennst. Also du kaufst ein Auto, wo du weißt, das vierte Rad fehlt. Das kannst du nicht morgen kommen und sagen, das hat kein Rad, weil du hast es angenommen. Aber wenn du es nicht wusstest, also du wusstest nicht, dann darfst du kommen und sagen, ich wusste nicht, dass ganz unten im Motor ein Schlauch defekt ist. Das wusste ich nicht. Repariere es mir. Oder nimm es zurück.
Aber etwas, das du weißt, er sagt es dir, du siehst es, du weißt es und du akzeptierst es, dann darfst du nicht mehr zurückkommen und sagen, ja, ich möchte es doch nicht. Dieser iPhone hat einen versteckten Virusdefekt. Ich wusste es nicht. Wenn du es nicht weißt, darfst du es zurückgeben. Aber wenn du es weißt, du siehst es, du weißt es, dann darfst du es nicht mehr zurückgeben. Dritter Hadith ist auch von Abu Huraira radiallahu anhu, welcher sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Überlieferer ist sich unsicher, ob Abu Huraira sagte, der Gesandte sagte, oder ob er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und beides entspricht dasselbe. Außer, dass dies bestätigt, dass die Überlieferer des Hadithes bestrebt waren, jedes Wort korrekt zu überliefern. Und wenn sie unsicher waren, wie hier, er ist sich nicht mehr sicher, ob er sagte, der Gesandte sagte, oder ich hörte den Gesandten sagen. So sagt er, er sagte es so oder so, um es genau so zu überliefern, wie er es gehört hat. Außer dass Sami'tu, ich hörte, noch stärker ist, als er sagte. Weil Sami'tu ist Bestätigung, dass du es gehört hast. Wenn du sagst, er sagte, so kann es sein, dass du es gehört hast oder es jemand dir überliefert hat und du den Überlieferer, der es dir überliefert hat, nicht erwähnst. Also, dass du ihn auslässt. Und hier sagte er, من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. Er sagte, wenn jemand sein Besitz, genau sein Besitz, بعينه, يعني genau dasselbe Besitz, wenn er es bei einer Person findet, welche bankrott gegangen ist, so hat er noch mehr Recht als andere auf dieses Besitz. Er sagt hier, wenn du jemandem einen Besitz verkauft hast und diese Person hat dir das Geld noch nicht gegeben, er schuldet dir das Geld, doch diese Person ist bankrott gegangen, Eflesse, Muflis. Muflis bedeutet, wenn seine Schulden mehr sind als sein Besitz. Er besitzt zum Beispiel 100.000, aber hat 1 Million in Schulden. So ist er Muflis, bankrott. Du hast ihm etwas gegeben, verkauft. Ein Auto, ein Buch, was auch immer. Jetzt ist diese Person bankrott gegangen, er kann nicht mehr bezahlen. Jetzt darfst du deinen Besitz nehmen, solange es dasselbe ist. Yani nicht, wenn er das Auto von dir verkauft hat und ein anderes Auto gekauft hat. Darfst du nicht dieses neue Auto nehmen, sondern das genau selbe Besitz. Auch wenn er das Auto von dir verkauft hat und sich dasselbe Auto gekauft hat, darfst du es nicht nehmen. Weil es ist nicht das, was du ihm gegeben hast. Es muss genau das, was du ihm gegeben hast, sein. Dann hast du mehr Recht darauf als andere. Weil die Person, die bankrott ist, sein Besitz wird gesammelt und bewertet. Und diejenigen, denen er Geld schuldet, gibt er das Geld oder das Geld von ihm wird prozentual bezahlt. Also zum Beispiel, wir haben gesagt, 1 Million Schulden. Er hat aber nur 100.000 Besitz. Wie viel bekommt jeder, wenn alle ihm gleich viel gegeben haben? 10 Personen haben ihm 100.000 gegeben. Jeder bekommt 10.000. Aber jemand hat ihm 500.000 gegeben. Und die anderen jeweils 100.000 zum Beispiel. Dann wird es prozentual gerechnet. Yani zum Beispiel jemand bekommt 50.000 von 100.000, die anderen bekommen nur 10.000. Aber wenn dein genau gleiches Besitz bei ihm ist, dann hast du recht, dass du es wieder zurückbringst. Und dann wird sie aufgeteilt unter den Leuten. Solange es genau dasselbe ist. Mit der Bedingung, dass du kein Geld von ihm genommen hast. Yani du hast nicht schon ein paar Raten von ihm erhalten. Weil dann darfst du nicht von ihm das Besitz nehmen, weil er hat schon etwas angezahlt. Also es muss genau dasselbe sein. Dann hat er mehr Anrecht darauf. Dann gehen wir zum Kapitel Al-Shuf'a. Und zwar geht es hier um Partner.
die gemeinsam etwas besitzen. So sagt Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, ja'ala wa fi lafdin qada an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bishuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. sagte hier, عليه الصلاة والسلام, beziehungsweise Jabir sagte, radiallahu anhuma, dass der Gesandte sallam bestimmt hat, geurteilt hat, dass die Schufa stattfindet in allen Besitzen, welche nicht unterteilt sind. Und wenn die Grenzen gesetzt werden und die Wege gemacht werden, so gibt es keine Schufa. Das bedeutet, dass wenn du gemeinsam mit einer anderen Person eine Wohnung, ein Haus, ein Stück Land, beide Land und so weiter besitzt, yani ihr besitzt es gemeinsam. Ein Besitz, was ihr gemeinsam besitzt. Ihr seid Partner in diesem Besitz. Und der eine Partner möchte seinen Anteil verkaufen. Er möchte seinen Anteil verkaufen. Jetzt verkauft er seinen Anteil von der Erde. Aber welches ist sein Anteil? Weil es wurde nicht unterteilt. Die Wohnung wurde nicht halbiert. Das Haus wurde nicht aufgeteilt. Sondern wir besitzen es gemeinsam. 50-50. Wir besitzen es gemeinsam. Jetzt verkaufst du deinen Anteil. Und jetzt kommt jemand anders ins Spiel und ich möchte nicht. Ich möchte nicht Partner mit ihm sein. Ich möchte nicht, dass er gemeinsam mit mir etwas besitzt. Deswegen hat die Scharia mir das Recht gegeben, dass ich anstatt ihm bezahle. Er kommt mit einem Partner und sagt, nein, nimm ihn weg, ich bezahle. Was hat er dir gegeben? 50.000. Hier 50.000 und ich nehme das Besitz komplett. Das ist mein Recht. Du darfst nicht deinen Anteil verkaufen, solange der andere Partner es nicht möchte und er selber es bezahlt und kauft. Yani er hat mehr Recht darauf. Aber wenn die Grenzen gesetzt sind, yani das Stück Land ist in der Hälfte halbiert. Du hast eine Hälfte und ich habe eine Hälfte. Und du möchtest deine Hälfte jemandem anderes verkaufen, so liegt kein Problem darin. Oder wenn die Wege gemacht wurden, nämlich zu einem Haus sind die Wege gemacht. Jeder hat seinen Weg. Und das Haus ist aufgeteilt. Auch in Stockwerke oder in der Mitte oder wie auch immer. Und man ist unabhängig voneinander, man ist getrennt. Du verkaufst deine Hälfte und ich behalte meine Hälfte. Das ist kein Problem. Sondern es geht darum, dass Besitz, was vermischt ist, was gemeinsam ist, was nicht unterteilt und getrennt wurde. Also geht es um dieses Besitz. Dass die Scharia yani den Nutzen der Partner bestätigt hat. Yani, dass er nicht geschadet wird von anderen, sondern die Kaufverträge, das, was erlaubt wurde, das, was verboten wurde, das, was verpflichtet wurde, alles hat einen Nutzen für die Menschen. Yani, dass sie nicht in einem Schaden fallen. Dass sie nicht geschädigt werden und dass sie Nutzen bekommen und dass es auf Gerechtigkeit aufgebaut ist. Danach der nächste Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Abu Huraira radiallahu anhu sagte hier, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Jar, yani der Nachbar, soll seinen Nachbarn nicht davon hindern, dass er Holz in seiner Wand yani einfügt. Yani wenn der Nachbar beim Grundstück, bei der Grenze, yani dort, wo das Land geteilt wird, von seinem Nachbarn, wenn er dort etwas einfügen möchte oder bei der Wand, welche sie gemeinsam trennt, soll er ihn nicht davon hindern. Er darf ihn nicht davon hindern. Und Bestätigung der Regeln im Islam, und zwar die Rechte des Nachbarn, welche gewaltig sind und welche groß sind.
Der Gesandte von uns sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinem Nachbarn keinen Schaden zufügen. Und dies ist sogar, wenn die Nachbarn keine Muslime sind. Weil der Gesandte von uns, er besuchte seinen Nachbarn, dem jungen Juden, der am Sterben war, und erinnerte ihn, dass er die Shahada sagt. So sagt er die Shahada und ist auf dem Islam gestorben und wurde vom Höllenfeuer bewahrt. Yani so hat der Gesandte hier seinen Nachbarn besucht. Und Sheikh Al-Fawzan Hafizahullah sagt, dass Gelehrte gut umgegangen sind mit ihren Nachbarn von den Leuten der Dhimma, yani diejenigen, die keine Muslime sind, die in den Ländern der Muslime leben. Und sie sogar eingeladen haben, wenn sie einen Anlass hatten. Yani sie haben sie sogar zu Anlässen eingeladen. So darf der Nachbar von seinem Nachbarn nicht Geld verlangen, wenn er etwas an der Wand, welche die zwei Besitzer trennt, wenn er dort etwas yani, aufstellen möchte, wenn er dort Holz oder ähnliches einbauen möchte, so darf der Nachbar ihn nicht davon hindern und auch keinen Besitz dafür verlangen. Und Abu Huraira radiallahu anhu, der diesen Hadith überliefert, er sagte, was ist mit euch oder was ist mit mir, dass ich euch sehe, wie ihr euch abwendet, yani, als ob ihnen dieser Hadith nicht gefallen hat. Er sagte, bei Allah, ich werde damit zwischen euren Schultern werfen. Yani, ich werde diesen Hadith sagen, auch wenn es euch nicht gefällt. Und dies ist eine Bestätigung, dass der Alim, der Gelehrte, die Wahrheit sagt und die Religion Allahs verkündet, auch wenn es die Leute nicht hören möchten. Und dies ist die Situation in den meisten Moscheen heutzutage, dass die Leute, die Besucher der Moschee, die Jama'a der Moschee, viele Sachen nicht hören möchten und dass sich dann der Imam daran hält. Yani, dass er nicht das sagt, was die Leute nicht hören möchten. Und dies ist nicht korrekt. Weil es ist verpflichtend, die Wahrheit zu verkünden, auch wenn es den Menschen nicht gefällt. Und dies ist, was Abu Huraira hier getan hat. Er sagt, ich werde es zwischen euren Schultern werfen. Yani, ich werde es sagen, auch wenn es euch nicht gefällt. Und Abu Huraira war zu dieser Zeit Emir von Medina. Marwan ibn Hakim hat ihn als Emir in Medina eingesetzt. So hielt er die Khutba und belehrte die Menschen und sagte die Wahrheit und fürchtete dabei nicht die Kritik der Leute, die ihn kritisieren. Und in dem Hadith ist auch die Bestätigung, dass man mit der Sunna arbeitet. Yani das, was vom Gesandten überliefert wurde, was von ihm gesagt wurde, die Sahaba haben es verstanden, dass man damit arbeitet und dass man es umsetzt. Und dass es als Beweis genügt und nicht, wie einige sagen, sie nehmen nur das, was im Koran bestätigt wurde. Das, was in der Sunna des Gesandten bestätigt wurde, ist ein Beweis und muss akzeptiert werden. Was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an. Und was er euch verboten hat, das unterlasst. Er spricht nicht von seinen Gelüsten, sondern es ist eine Offenbarung, die ihm gegeben wird. Und andere Beweise, welche im Koran bestätigen, dass die Sunna des Gesandten akzeptiert werden muss. Der nächste Hadith ist von Aisha radiallahu anha. Anna Rasulallah sallallahu alaihi man zalama قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. Dieser Hadith ist im Bab al-Ghasb. Ghasb bedeutet, wenn du etwas unrechtmäßig nimmst. Also du gehst jetzt zu jemandem, entfernst es und nimmst seine Erde weg. Sag, das ist mein Land. Gehst mit der Waffe, mit deinen Kindern und bedrohst diese Person. Geh weg von hier. Das ist jetzt meine Erde. Das ist mein Land. Das ist mein Haus. Also du nimmst es zu dir, unrechtmäßig. Aisha sagte, dass der Gesandte sagte, wer jemandem Unrecht tut, und zwar so viel wie eine Hand
Spanne. Also so viel, du nimmst jemandem so viel Erde wie deine Hand. Ganz, eigentlich ganz wenig. Er wird am Tage des Gerichtes 7 Erden wird er auf seinen Nacken tragen. Eigentlich für so viel Stück, wie viel er genommen hat, wird er 7-fach, yani das 7-fach davon, 7 Erden. Er hat nur eine Erde genommen, aber er wird 7 Erden an Yom al-Qiyam. Yani er wird damit bestraft. Warum? Weil es verboten ist für ihn, dass er etwas Unrechtmäßiges nimmt. Denn Allah hat die Unrechtmäßigkeit, die Ungerechtigkeit für sich verboten und hat es zwischen den Dienern als verboten gemacht. Und die Ungerechtigkeit ist verboten, wenn es wenig oder viel ist. Denn so viel wie eine Handbreite profitierst du nicht von der Erde. Damit kannst du nichts machen. Aber trotzdem wirst du, auch wenn du das nimmst, wenn es so viel wie deine Hand groß ist, von der Erde unrechtmäßig nimmst, wirst du das 7-fache Yom al-Qiyamah tragen, auf deinen Nacken. Dieser Hadith bedeutet, yani, dass die Erden 7 sind. Das ist ein Beweis, dass die Erden 7 sind. Weil im Koran wurde bestätigt, dass die Himmel 7 sind. Und er sagt, Jalla fi ula, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. So ist dieser Hadith ein Beweis, dass es auch von der Erde 7 sind. Doch wie wird es gezählt? Und was die Himmel betrifft, so wissen wir, der erste Himmel, über ihm kommt der zweite Himmel, der dritte Himmel und so weiter. Doch wie ist es mit dem 7 Erden, Haflorin. Wo sind die 7 Erden, Muhamza? Ja, yani das, worauf wir laufen und dann Durab, das ist die Meinung von Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Dass es diese Erde ist, yani worauf wir laufen und dann, was darunter ist, noch 6 andere Stufen. Doch Sheikh Al-Albani, rahimahullah, er sagt, das gehört zum Verborgenen. Und wir glauben daran. Wir glauben, dass es 7 Erden sind. Doch welche es sind, Allahu a'lam. Allah weiß, welche es sind. Was damit gemeint ist mit 7 Erden. Aber es ist verpflichtend, dass wir daran glauben, dass es 7 Erden sind. Und dieser Hadith bedeutet auch, dass wenn jemand Erde besitzt, er auch das besitzt, was unter der Erde ist. Wenn jetzt Schatz unter der Erde ist, Gold oder was auch immer, dann besitzt er auch das. Yani er besitzt das, was auf der Erde ist und was in der Erde weiter nach unten geht. Und damit begnügen wir uns. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.